Einen wunderschönen guten Abend. Was für ein Jahr liegt hinter uns? Ich muss Ihnen nichts darüber erzählen, aber wir wollen heute gemeinsam digitale Auferstehung feiern. Hier im Delphi in Berlin-Weißer See. Die Lautenkompanie spielt schon seit über 25 Jahren jedes Jahr ein Silvesterkonzert. Und in diesem Jahr mussten wir ganz schön überlegen, wie wir an unserer Tradition festhalten können. Und wir haben uns dann für diese digitalisierte Auferstehung entschieden. Ich hoffe, Sie haben es sich gemütlich gemacht, zu Hause auf Ihren Kuschelsofas. Und wir alle wünschen Ihnen einen schönen Konzertabend mit uns. Es gibt bearbeitete Orchesterstücke, Instrumentalstücke, geistliche Arien, weltliche Instrumentalmusik, eine sehr bunte Mischung, die dadurch zusammengehalten wird, dass alle Musik, die hier heute erklingt, von Johann Sebastian Bach stammt. Das erste Stück haben Sie bestimmt erkannt. Das war die Air aus der Orchestersuite Nummer 3. Jetzt geht es weiter mit 3 Vokalstücken. Zunächst Fürchte dich nicht, eine der doppelchörigen Motetten von Johann Sebastian Bach. Dann eine Arie, Bete aber auch dabei. Und als drittes eine weitere Arie, wie zittern und wanken der Sünder Gedanken. Ein super Text zum Jahresende und auch sehr passend in unsere Zeit. Alles ein bisschen verändert, verfremdet, manchmal swingt es, manchmal klingt es, wie es auf dem Papier steht. Ich hoffe, oder wir hoffen, Sie haben dabei Ihre Freude. Viel Spaß beim Kuscheln und beim Zuhören. Thank you.
Ja, wie zittern und wanken der Sünder Gedanken, wunderbar gesungen von unserer Sopranistin Hanna Herfurtner, die heute Abend auch weiterhin für Sie singen wird, hoffe ich jedenfalls. Dann gehe ich mal weiter und sage Ihnen kurz, wer heute noch für Sie spielt. Das ist nämlich von mir aus gesehen rechts Peter Alexander Bauer, der die Perkussionsinstrumente traktiert und verwöhnt. Dann direkt hinter ihm Annette Reinfurt, die Kontrabass spielt. Schräg vor Annette Reinfurt und rechts neben Hanna Herfurtner Bu Wieget, der das Cello spielt. Hinter ihm Ulrike Pätz, die Viola jetzt streichend. Dann Andreas Pfaff, der Violine spielt. Neben ihm Birgit Schnurpfeil, ebenfalls Violine spielend. Direkt hinter mir, aber mich zweifellos um Meter überragend, Martin Ripper, der die Blockflöten spielt. Neben ihm Carola Elsner mit vielen Saxophonen, mehr als zwei, vier wahrscheinlich. Neben mir Hans-Werner Apel, die Laute und die Barockgitarre. Verwöhnend mit seinem zärtlichen Spiel. Ja, was ich Ihnen vorhin bei der in Aussichtstellung dessen, was Sie erwartet, nicht gesagt habe, ist, dass wir heute traditionsgemäß einerseits, aber auch höchst modern andererseits ein musikalisches Rätsel für Sie bereithalten, weil traditionsgemäß, weil es schon so oft stattgefunden hat und äußerst beliebt war und innovativ, weil, wie auch sonst wir hier, weitestgehend digitalisiert. Und ich mache Sie schon mal kurz darauf aufmerksam, weil sozusagen nach dem nächsten Reigen an Instrumentalstücken wird dieses Rätsel in unserem Ablauf Platz greifen und dann sollten Sie schon in der Nähe nicht nur die Chips und das Bier und Ihre Lieben haben, oder ein Pad oder ein Laptop zum Beispiel, damit Sie dann fesch
und digital an unserem Rätselwesen teilnehmen können. Jetzt gibt es 5 weitere Stücke, Instrumentalstücke, die durch die Zahl 7 zusammengehalten werden. Wie kommt das? Zunächst ein Prälude aus einer der bekannten Cello-Suiten, das durch Weglassen, bloßes Weglassen, zu einem 7/16-Stück sich verändert hat. Danach ein Andante, ein Kanon, als 4. eine Sarabande, gekoppelt mit einem Menuett. Da sind 2 Stücke ineinander gefügt worden, damit es nicht so lange dauert und ich mehr reden kann. Und dann als letztes, Jesu bleibet meine Freude, das ist die 2. 7. Das ist der Schlusschoral der Kantate 147, die Sie alle sehr gut kennen werden. Und dieser Schlusschoral ist hier in einen 7/8 verwandelt worden und auch sonst stark vereinfacht und verkompliziert gleichzeitig. Ja? Und so fassen diese beiden 7/16 und 7/8 unsere 5 Instrumentalstücke ein. Viel Spaß!
Oh.
Ja, weiter geht's, und zwar zu unserer Rätsel-Session. Wir werden Ihnen jetzt ein Stück vorspielen, in dem es auch um einen Choral geht, so wie in dem ebenen Verklungenen. Und wir möchten gern wissen, welcher Choral sich in diesem Stück verbirgt. Und damit es nicht so schwer ist, haben wir uns ein ABC-Rätsel überlegt, in dem Sie nur
eine Antwort auswählen müssen, also quasi kinderleicht. Wir wollen gerne wissen, ist der Choral, den Sie jetzt hören, A, wachet auf, ruft uns die Stimme, oder B, nun kommt der Heiden Heiland, oder C, das alte Jahr vergangen ist. Einer von diesen drei Chorälen ist im Stück, was Sie jetzt hören. Und Sie müssten mit Ihrem digitalen Endgerät recht flott zur Sache sein und Ihre Antwort an die Mailadresse office@lautenkompanie.de schicken. Also Ihre zweifellos richtige Antwort schicken Sie bitte flott an office@lautenkompanie.de. Ein freundliches Team von Mitarbeiterinnen wird sich dann darum kümmern, dass diese Antworten von dem digitalen Aggregatzustand in einen analogen verwandelt werden. Das heißt, Sie schreiben Zettel. Und Sie müssen sich das so vorstellen wie bei Aktenzeichen XY ungelöst. Ja, da sehen Sie immer im Hintergrund mehrere Reihen von Damen an Telefonen und Computern, die alle die eintreffenden Hinweise aufnehmen und analogisieren. Und so ist es auch hier bei uns. Im Foyer des Delphi sitzen 95 fleißige Helferinnen und werden dann ihre Antworten verarbeiten. So, und weil Sie zweifellos schon vergessen haben, worum es geht, wir wollen wissen, welcher Choral in diesem folgenden Stück ist: A, wachet auf, ruft uns die Stimme, oder B, nun kommt der Heiden Heiland, oder C, das alte Jahr vergangen ist. Ich habe jetzt so schnell gesprochen, damit Sie sich das über den Lauf der Musik merken können.
Ja, nun hoffe ich, dass Sie vorhin, als ich das Rätsel erläutert habe, alle hellwach waren und jetzt auf Ihre innere Stimme hören und damit die richtige Lösung finden. Also nochmal, wachet auf, ruft uns die Stimme oder nun kommt der Heidenheiland oder vergangen ist die Lösung, bitte hurtig an office@lautenkompanie.de. Und wie auch sonst bei unseren Rätselveranstaltungen haben wir jetzt einen kleinen Block Füllstücke quasi zusammengestellt, die Ihnen Zeit geben, noch weiterhin über das Rätsel nachzudenken und trotzdem volle Musik zu hören. Da haben wir zunächst eine Arie, Wie freudig ist mein Herz? Danach ein Lied aus dem Schemelli-Gesangbuch, Die goldene Sonne voll Freud und Wonne. Danach ein Andante, als viertes ein Menuett at the Bar, ja, leider heute geschlossen die Bar, und dann als fünftes Stück eine Musette, alles von Johann Sebastian Bach. Wiederum fünf Stücke, die ohne 2-7 auskommen müssen. Thank you.
Schlicht.
So, jetzt kommt der höchst spannende Moment, also für mich zumindest spannend, wo eine unserer guten Feen aus dem Foyer herbeieilt. Ich sehe sie schon eilen, die liebe Dörte Reisner, mit einem Zylinder voller Glück. Und wir haben uns gedacht, 5 Damen sind im Ensemble und deshalb gibt es auch 5 Preise. Genau, die werden jetzt von den Glücksfeen gezogen. Jetzt geht die liebe Dörte zur Annette. Eigentlich braucht man da jeweils einen Trommelwirbel. Ich weiß gar nicht, warum das nicht. Also, ne, also weiß nicht. Hast du in deiner Kindheit nur Weihnachtsmann, Sandmann geguckt? Ja, jetzt. Steigern, ja. Ah, die zweite Preisträgerin. Nächste Wirbel, ja, Spannung, ja, nichts kaputt machen, ja, nochmal überlegen, ja, Schicksal, jetzt musst du Schicksal spielen, schlimm, ja, oh, so, und die 5. Preisträgerin, ja, Spannung, ja, oh. Ach so, ja, ich habe schon die ganze Zeit während des Konzertes überlegt, ich hätte natürlich am Anfang schon sagen müssen, worum es eigentlich geht bei dem Preisausschreiben, damit Sie rausfinden können, ob es sich überhaupt lohnt, mitzumachen. Aber heutzutage muss man bei jeder Aktion dabei sein, jeder Antrag, jedes Stipendium, überall immer sofort zugreifen. Und hier in unserem Fall gibt es ganz klare Regeln und Fristen, nicht? 5 Preise. Und die wurden jetzt ausgelost. Ich sage aber jetzt doch noch, worum es geht, nämlich es geht um eine Vielzahl an Auswahlmöglichkeiten, so wie auch ABC in unserem Rätsel zur Debatte standen. Sie können also entweder sich für 2 Freikarten für das Silvesterkonzert 2021 entscheiden und damit eine höchst interessante Hypothek auf das Ende des nächsten Jahres und die kommenden Monate mit uns abschließen. Oder wenn Ihnen das zu, ich weiß nicht was ist, dann können Sie sich für eine CD entscheiden. Und auch hier gibt es wieder 2 Möglichkeiten, da wären wir bei B oder C. Entweder Sie suchen sich eine CD aus unserem reichhaltigen Angebot aus und teilen uns mit, welche das sein soll. Wir schreiben Ihnen dann zurück, dass diese CD gerade nicht lieferbar ist. Oder Sie sagen nichts, sondern nur CD und dann kriegen Sie einfach eine unserer beiden neuesten Produkte, von denen wir jetzt schon sagen können, dass sie lieferbar sind. Das ist ja, das werden Sie alle kennen, wenn Sie was im Internet bestellen, was ganz Tolles, Schönes. Sie haben es bezahlt und dann macht es Bing. Dieser Artikel ist erst im Februar 2024 wieder lieferbar. Aber das ist bei uns nicht so, das haben Sie ja gemerkt. So, jetzt geht es zu den Preisen. Ich werde jetzt die Reihe der Feen abschreiten. Glücklicherweise gibt es keine 13. Ha. Ja. Ah, alles klar. Ach, du hast ja ein eigenes Mikrofon. Du hättest schon längst mal was sagen können. Ja, genau. Nee, sie liest ja selbst. Okay. Ja, Hanna ist Selbstlesen. Nö, das ist jetzt meins. Genau, und ich muss kurz warten, bis die selbstlesende Hanna. So, herzlichen Glückwunsch. Birgit Hesse gewinnt den ersten Hauptgewinn. Genau, jetzt sagen wir nicht nur, was es als Preis gibt, sondern auch die richtige Lösung, oder? Ach so. Ja, die wird ja dann immer verkündet, bevor die Preisträger bekannt so gegeben werden. Ja. Ah. Magst du es sagen, Hanna? Soll ich das sagen? Und wenn ich jetzt was Falsches sage? Dann bist du ja eine Sängerin. Ungültig. Also mein Tipp war, der Choral lautete, wachet auf, ruft euch die Stimme, richtig? Genau, ruft uns die Stimme. Ruft uns die Stimme, siehst du? Gut, aber schon fast. Also wachet auf, ruft uns die Stimme. Ruft haben uns Sie bestimmt die Stimme und Birgit Hesse wusste das auch. Super. So, jetzt gehen wir zum zweiten Preis. Nein! Der zweite Preis, das heißt, es gibt ja im Grunde genommen keine Abstufung, sondern es ist alles gleich toll, geht an Kurt Brügmann. Ja, 2 Freikarten oder eine. Ja, genau. Man muss alle. Ja, ne? Auch da wären Wirbel fällig gewesen. Ich weiß nicht, wozu bist du da? Ja? Genau, also jetzt der Wirbel für Frau Hesse. Genau, und das weitet sich zu einem Tusch aus, nämlich für Herrn Brügmann. Das ganze Ensemble tuschiert.
Ja? Ja, herzlichen Glückwunsch, Herr Brügmann. So, jetzt geht's weiter. Du hast nicht geschummelt. Nein, ich habe nicht geschummelt. Super. So, die dritte Preisträgerin ist Anna Luisa Petz. Ja, hier auch ein Tusch, ja? Sehr gut. So, jetzt kommen wir zum vierten. Ja. Der vierte Preisträger unseres Rätsels ist Mirko Jachmann. Ja? Genau, die müssen knackiger und nicht müder werden, die Tuschanten. So. Ah, der fünfte Preis geht an, oder der erste, je nachdem, geht an Mechthild Bayer. Wunderbar moduliert. So, jetzt verlesen wir noch mal hintereinander weg die fünf PreisträgerInnen. Ah. Mechthild Bayer, Mirko Jachmann, Anna Luisa Petz, Kurt Brügmann und Birgit Hesse sind die PreisträgerInnen unseres Wachet auf, ruft uns die Stimme Preisrätsels. Ja, ich habe jetzt die fünf Zettel und so eine komische Rassel. Ist auch meins, ne? Nein. Nee? Du hast doch genug. Na gut, dann kriegst du die Zettel auch. So. Vielen Dank fürs Mitmachen. Bitte schreiben Sie an office@lautenkompanie.de, wofür Sie sich entscheiden. Sind Sie risikofreudig, dann nehmen Sie die Freikarten. Wenn Sie unseren CD-Vorrat, naja, ich weiß nicht, gut, Weihnachten ist vorbei, dann suchen Sie sich eine CD aus. Und wir kommen zum Schluss. Konzertes, ein großes, fröhliches Gebet im Grunde, sind die drei Arien, die Sie jetzt noch hören werden. Zum einen Gloria Patri aus der Kantate 191. Das werden Sie ganz bestimmt auch kennen, weil es ist auch einer der Sätze in der H-Moll-Messe. Dann Höchster, mache deine Güte. Und die letzte Arie, ganz passend zum heutigen Tag, lass uns, höchster Gott, das Jahr vollbringen. Und das wünschen wir Ihnen natürlich auch, noch einen wunderschönen Jahresausklang. Und für das nächste Jahr alles, alles Gute, viel Gesundheit und dass wir uns bald in echt ganz analog wiedersehen können. Derweile verabschiedet sich von Ihnen die gesamte versammelte digitale Lautenkompanie zusammen mit Hanna Herfonder. Schönen Dank und tschüss.